So, dann würde ich als nächstes mal gleich die nächste Mission starten, direkt. Was ist das? Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Nein, alles war so hektisch, aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Schlimmer als auf der Nexus kann es ja nicht sein. Meinst du? Na, ich... E-Mail-Terminal, nein. Galaxiekarte. Was haben wir denn da Schönes? Wo müssen wir denn hin? Ich empfange etwas. L2. Anomalie geortet. Sonde ausschicken. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Oh, wow. Was ist das alles? Hele? Ah, wir müssen die einzelnen Planeten erschließen. Mhm. Stimmt, wir müssen da hinfliegen und müssen die einzelnen Planeten machen. Das Spiel könnte ein bisschen dauern, möchte ich nur mal so sagen. Alter, was ist das denn? Kann man hier überhaupt was machen? Kann man auf den Planeten... Nein, kann man nicht. Da vielleicht. Ah, man bewegt sich weg und... Ich habe noch so in Erinnerung, dass man auf so Planeten... Das ist doch der gleiche. Dass man da drauf muss. Da gibt's auch nichts. Hä? Ah, da müssen wir hin. Generell ganz woanders. Alles klar. Aber mich wundert, dass man da nicht drauf kann. Vielleicht sind die überhaupt nicht bewohnbar, weil da Lava oder sonst was drauf ist. Schon besser. Die Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Dann machen wir das eben. Also wir werden nebenbei ein paar Planeten machen, auf jeden Fall. Auch wenn die keine Hauptquests sind. Aber ich werde jetzt nicht alles machen nebenbei. Werden wir erwartet? Ja, ich möchte hingehen. Da ist ein Ausrufezeichen. Also ja. Boah, nice. Das sah schon gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Da scheint übrigens gerade genauso schön die Sonne wie hier. Bei mir, also im RL. Schön.
Pathfinder, ist es wahr? Wir besiedeln Eos? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei Eos ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Es gibt Grund zum Feiern, natürlich. Entspannen Sie sich, Lieutenant. Wenn es jemals Grund für Champagner gab. Natürlich. Die Initiative ist endlich wieder auf Kurs. Das ist Herrick, einer der Geeks. Wissenschaftler aus dem Tech-Labor. Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wir werden neue wissenschaftliche Talente aufwecken und alle Geheimnisse lüften. Die gesamte Nexus wird davon profitieren. Das beweist unsere Beständigkeit. Wir mussten harte Schläge einstecken. Aber dieser Erfolg beweist, dass wir immer wieder aufstehen. Immer. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Das war alles? Nur, dass Sie das sagen? Nee, ich dachte schon. Okay. Yay! Mir fehlt mein Springen so sehr. Jetzt benutzen wir mal das Richtige. Nicht irgendwo einfach so die Konsole. Wir versuchen weiterhin Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Okay. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Radio gibt's immer noch. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt. Kommandozentrale, ja. Ist das nicht das Büro von dem Kroganer? Nee. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder. Edison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Es liegt noch immer viel Arbeit vor uns. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Alter, was für ein Arschloch. In diesem Punkt sind wir uns einig. Sie kennen mich... Ah, Sie kennen mich nicht. Bei allem Respekt, Direktor Tan, aber Sie kennen mich nicht. Oh, ich denke schon. Ihr Einfallsreichtum spricht für sich, Ryder. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ich bin kein Angeber. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Es war eine Teamleitung. Und das ist erst der Anfang. Oh, wieso ist das nicht Herz? Es war eine Teamleistung. Und das ist erst der Anfang. Es war eigentlich schon eine Teamleistung. Komm. Ich werde noch viel mehr erreichen. Oh. Genau dieses Selbstvertrauen brauchen wir. Gehen Sie unbeirrt Ihren Weg. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er Sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Geben Sie dem... Jede Meinung zählt. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Kettangriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten.
Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die CAT durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Ich hatte nicht darum gebeten. Natürlich nicht. Und ich befürworte diesen Enthusiasmus. Klar. Das ist ein richtiges Arschloch. Stufenabstieg. Die da vorne kennen wir, ja? Was für ein Wichser. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mach ich. Gegenstände. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Ja. Richtig. Sie hatte ja irgendwas, das uns bei unserer Aufgabe weiterhelfen könnte. Fähigkeiten. So. 9! 9 Punkte! Drag ist halt auch sehr gut, ne? Also. Ich glaube, den muss ich mit reinnehmen. Blut, Alter! Kroganer-Krieg. Blutrausch. Nahkampf-Schadenbonus. Ja, natürlich! So, was macht das? Zorn. Bewegungsgeschwindigkeit 20%. Nahkampfschaden. Nämlich das da, ist besser. Bestätigen. So, ein Punkt haben wir noch übrig. Den nehme ich auf jeden Fall mit, weil der gibt richtig aufs Maul. Cora ist da. Überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Es gibt wichtige Aktualisierungen. Die Stimmung auf der Nexus hat sich seit EOS völlig verändert. Das kann man wirklich spüren. Ein neuer Außenposten, Hilfe durch einen Pathfinder, Menschen wachen auf. Es ist ein Neubeginn. Aller guten Dinge sind drei. Aller guten Dinge sind drei, wenn man einen Pathfinder dabei hat. Aber auf das Glück ist nicht immer Verlass. Ab jetzt ist es harte Arbeit. Aber es tut verdammt gut, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das finde ich aber auch. So, wo müssen wir lang? Sie hatten ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Wir reden hier von der Geißel, Direktor Tan. Ihr Ursprung lässt sich durch nichts erklären, was wir kennen. Wie kann das sein? Wir haben doch massenhaft Ausrüstung mitgenommen. Und die Messungen der Tempel... Ein Arschloch. So, wie komme ich hier wieder raus? Bevor mir noch schlecht wird. Ich glaube, der wird noch sterben später im Spielverlauf. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der drauf geht, weil... Das ist nicht wirklich... Die sehen alle gleich aus. Nein, 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 zurück! Hier muss ich hin? Okay. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. Kein Thema. ALP, bereit zum Ausgehen. Ich bin kein Buchhalter. Ich bin zuständig fürs Erkunden. Haben Sie niemand anderen, der sich um die Zahlen kümmert? Kommen Sie von Ihrem hohen Ross runter. Dadurch werden Zahlen zu Leben. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forschung? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brekka zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Okay, kein Thema. Können wir machen.